Jeder Gegner, absolut, ausschließlich jeder Gegner ist hier besser als ich. Wirklich. Aber dieser verdammte Heilzauber. Die Gegner kommen nicht drauf klar. Ja, wir haben den Überraschungsmoment auf unserer Seite. Wir haben den Heal Spell, Level 11. Fand ich gut. Mann. Kanone, Musketier, Goblin Gang. Ich bin gerade echt raus. Ich weiß gar nicht mehr, wie man zockt. Vor allen Dingen hier oben in den Trophäen. So fällt kein Lightning. Oh, sein Friedhof ist nur auf 4. Sein Friedhof ist nur auf 4, wie gemein. Überraschungseffekt. Heilzauber, der ist so kackfrech. Holzpredikt. Ne, Top-Down. Der kann ja gar nicht. Nichts. Nichts kann er da machen. Nein, der Ritter kam zu spät. Na, ein Musketier überlebt. Ritter macht nochmal Schaden am Turm. Der King Tower kriegt da auch was ab. Jo, 3 Hits vom Ritter. Okay. Der ist auf 3. Okay, Friedhof auf. Ja, ist er. Okay, dann wollte ich sagen, er hat ihn nicht auf 5. Meine ich nicht, dass er ihn auf 3 hat, sondern er hat ihn einfach nicht auf 5. Ah, die Pumpe hätte ich dich dann in den King Tower stellen sollen. Das war dumm. Das war dumm. Mal gucken, ob er uns da direkt für bestraft. Ja, er bestraft uns direkt. Pfeile predict. Poison haut er noch auf. Okay, dann können wir die 3 Musketiere auf die linke Seite packen. Er hat alles ausgegeben, was er hatte. Alter, der Poison Spell bringt einfach nichts. Sie canceln sich aus. Alter, die kommen überhaupt nicht drauf klar. Das ist so. Der Heilzauber ist absolut nicht in der Meta hier integriert. Gar nicht. Guck mal, das war ein Gegner. Der ist mit dem Kartenlevel, ja, Friedhof Level 3. Sonst gemaxt 6000 Trophäenrekord, 5947. Das ist ein verdammt guter Spieler. Und der wird hier einfach mal weggethreeground. Okay, wir müssen ganz schnell wieder herausfinden, was er für ein Deck spielt. So ein Start ist echt ungünstig. Wieder genialer Heilzauber. Wir nehmen uns da gegenseitig die Türme. Aber meine Truppen leben dann noch ein bisschen mehr. Ja, dann, das muss er noch verteidigen, das, oder? Ne, gut, dann nicht. Dann setzt er eine Elixierpumpe ein. Machen wir das auch. Das war aber ganz schön viel Schaden. Okay. Er hat einen Lightning. Den können wir umspielen mit einem guten Rambock, aber auch nur in der doppelten Elixierphase.
Oh, das wird schwer. Das wird richtig schwer, scheiße. Bisschen Harrison Goblins. Okay, ein Baby Dragon hat er eingesetzt, ist gut. Ist gut für uns. Ich denke, an die Musketiere kommt er nicht so richtig ran. Schöne Skelette, der Ritter lenkt ab. Lightning kommt. Okay, da ganz gut gemacht, der trifft den Turm. Oh, der sein Musketier überlebt knapp. Das ist scheiße. Da hätte ich ein besseres Rambock setzen können. Deutlich besser, ein viel, viel besseres. Oh nee, wie stark. Ja, das macht er aber ganz solide, der Zauber. Hat er den Damage? Oh mein Gott, oh mein Gott! Alter, ich fass nicht, ich kann es nicht glauben, was ich hier sehe. Jeder Gegner, absolut, ausschließlich jeder Gegner ist hier besser als ich. Wirklich. Aber dieser verdammte Heilzauber, die Gegner kommen nicht drauf klar. Minions durch die Kobold-Gang und Ice-Spirit durch Skelette. Und die Kobold-Gang ist aber echt schon ganz schön stark. Aber wenn der Honza dann sagt, dann stimmt das. Ist jetzt nochmal ein komplett anderes Deck. Hoffen wir, dass die Tipps reinhauen. Wieder gegen Lavahund und diesmal starten wir mit der Pumpe. Würde ich hier einen Ritter bringen und dann die drei Musketiere. LOL, er hat keinen großen Zauber. Er hat keinen großen Zauber, er hat jetzt schon verloren, das ist ein Free Win. Ja, Pfeile bringen gar nichts. Der kann gar nichts machen. Null! Größtes Konterdeck, was es geben kann. Also ohne Zauber ist er, kann er nichts machen. Verloren. Three Crown, ein Einzug. Das bringt uns wieder ein bisschen weiter nach oben, nächstes Game. Elixierpumpe auf der Hand. Okay. Fuck, wieso versuche ich das überhaupt? Da muss ich einfach nur in die nächste Pumpe setzen. Jetzt hat er die nächste Pumpe, toll. Was hat er für ein Zauber? Ich hoffe, wenn er wieder Feuerball Sepp hat, wird's uncool. Aber er hat schon Holz. Er hat schon. Eigentlich würde Feuerball keinen Sinn machen.
Holz und Sepp mehr nicht. Überraschungseffekt. Fuck, der hat noch einen Ritter. Und selber ein Eisgeist. Ja, Eisgeist trifft nur beschränkt. Oh, hat sich das gelohnt? Was hat er denn für einen Zauber, Mensch? Wieso können wir das nicht herausfinden? Ach du Scheiße, der spielt auch die drei Musketiere. Skeleton, ja, das Goblin Gang Critic meine ich, ja, da sahen sie auch sehr schön. Was hat er denn noch alles? Die Defense war nicht schlecht. Alter, das gewinnen wir einfach. Der hat uns die ganze Zeit am Sack. Mit einem Heilzauber können wir das alles drehen. Wir hatten beide keinen großen Zauber dabei. Oh mein Gott. Das ist immer noch ein Rekord. Komm, jetzt mal ein Game noch gewinnen. Das kann doch nicht so schwer sein. Kein Feuerball soll der haben. Oh, ein Henker. Henker spielen wir meistens nicht mit Feuerbällen. Oh Gott, links. Guckt euch links an, bitte. Thumbs up. Sepp noch bringt nichts. Alter, wie viel Damage. Was spielt er? Henker mit einem Packer? Alter, der Gegner kommt einfach gar nicht auf den Heilzauber drauf klar. Das ist so gut. Hier haben wir einen Eisgeist, komm, Eisgeist, musst du schaffen. Oh, Holz gejuckt. Holz völlig zerpflückt. Saubere Aktion. Ramburg am Turm. Turm down. Es ist einfach krass, wie die Spieler hier nicht wissen, wie sie dagegen, wie sie, was man überhaupt gegen die Karte macht. Aber was spielt er denn noch? Spielt er noch einen Schweinereiter oder was? Dann noch eine Kobold gegen? Holz ist bereit. Nee, kommt nicht. Dann bringe ich nochmal einen Elixierpump auf die andere Seite. Eine Minute haben wir noch. Er wird gleich seinen Lightning wahrscheinlich einsetzen. Kann er auch gerne machen. Wir haben hier nämlich die drei Musketiere. Im Rambock. Schnell Rambock. Oh mein Gott. Geklappt. Einfach geklappt. Aber der muss jetzt mal eingefroren werden. Der darf jetzt ja nicht so viel Schaden machen an uns irgendwie. Die überleben, die heilen wir wieder hoch. Alter. Der Packer steht definitiv unter Beschuss. Alter, ich habe einen Packer an seiner Hälfte gekillt. Das habe ich noch nie geschafft.
Das geht an uns. Wieder mit dem Rambock sein Lightning abgefangen. Alter, das ist so geil, ne? Der Heilzauber, ihr dürft es nicht falsch verstehen, der Heilzauber, der ist nicht OP. Der ist nicht zu krass. Der Heilzauber ist eine solide Karte. Aber die Gegner sind nicht drauf eingestellt.